Ich mag Iron Man. Ich mag richtig Iron Man, wirklich. Nuss-Nougat-Mischung. Karl, bin schon ganz abgemagert. Jeder von euch hat Spitznamen im Film. Mhm. Und habt ihr am Set euch auch Spitznamen gegeben? Schatz. Hauptsächlich, ja. Ja. Eigentlich schon sowas wie Honigbärchen. Nur so. Spaß oder so. Ja. Oder Emmalinchen, wo ich mal was habe. Puffertchen. Puffertchen. Ämmchen. Ja. Für Emma. Welche ist eure liebste Figur aus dem Film? Aus einem Film? Aus irgendeinem? Ja, irgendeinem. Ich mag Iron Man. Ich mag richtig Iron Man, wirklich. Ich mag aus Harry Potter Snape. Sehr gerne. Klößchen aus TKKG. Mir fällt jetzt nichts Besseres ein aus dem Film Education, Nathan. Okay. Sofort rauskommen, Polizei! Bist du laut? Was macht der denn da? Und jetzt will ich von euch wissen, wer der beste Detektiv ist. Und zwar, ich lese euch diese Fragen vor, ihr müsst genau zuhören und ich gebe euch ein paar Tipps. Nach einer Sauftour findet eine Frau ein Geldstück auf dem Fußweg und hebt es auf. Obwohl weder Mond noch Sterne am Himmel waren und auch keine Straßenbeleuchtung an war, hatte sie das Geldstück schon von Weitem gesehen. Wie war das möglich? Ist ja unheimlich. Okay. Hast du von Weitem? Von Weitem, gesehen, weil es geglänzt hat? Aber ja, was? Vielleicht Licht hat er vielleicht, aber vielleicht hat doch jemand mit seiner Taschenlampe. Es ist nicht ganz richtig, es ist keine Straßenbeleuchtung. Ja, kann jemand drauf leuchten? Ja, dann wollte ich gerade sagen, vielleicht Autos, Autos haben geleuchtet. Nein. Vielleicht hat er jemand mit der Taschenlampe drauf geleuchtet, damit sie es finden. Und Sterne und Mond waren auch nicht da. Nein, Sterne, Mond und Beleuchtung und Autos. Vielleicht einfach aus dem Zimmer ein Licht. Vielleicht war es ein Tag. Was ist das? Es ist Scheiße. Das wusste ich, weil ich wollte nur immer den Nussmann. Achso, einfach Punkt. Okay. Achso, ja. Stimmt. Es gibt Punkt. Okay. Wir sind voll verwirrt von diesem Nachricht. Jetzt geht's los, okay. Das sind Mond und Sterne. Alter. Die zweite Frage. Das ist echt krass, ne? Ich hab gesagt, ich kann das nicht. Das muss ein Missverständnis sein. Ein Cowboy reitet Freitag in eine Stadt. Er verweilt dort 2 Tage und verlässt die Stadt an einem Donnerstag. Wie ist das möglich? Warte mal. Ach, ich kenn das. Schalt ich das. Das, What? Nein. Das ist eine Scherzfrage. Ja, weil genau, es ist eine Scherzfrage. Ich kenne die Frage. Er reitet Freitag. Soll ich auflösen? Ja. Nein. Warte. Nee, ich glaube, ich kommt auch nicht. Er reitet Freitag in alle Stadt. Er reitet Freitag. Das ist Freitag. Nein, das Pferd heißt Freitag. Oh, ja, stimmt, sowas war das. Ja, Mann. Okay. Oh, vergiss es. Sehr gut, finde ich aber gut. Okay. Noch eine Frage und die erfordert tatsächlich logisches Denken. Okay, oh Mann. Jetzt haben wir's. Ein Bauer war gerade auf seinem Feld, als ein Pferd auf ihn zukam. Sekunden später war er spurlos verschwunden. Wie ist das möglich? Er ist aufgestiegen und da er ist weg. Er ist auf der Wiese in ein Hasenloch gefallen. Nein. Okay. Warte mal, das Pferd heißt Schwund. Nee, also, also ein Bauer steht auf dem Feld und ein Pferd rennt auf ihn zu. Ja. Wo gibt's Bauer und Pferde? Was bitte? Auf dem Land. Auf dem Bauernhof? Nein. Nein? Bauer und Pferde? Auf dem Pferdehof? Nein. Hä? In der Mühle. Oh Mann. Es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel? Schach. Schach. Ach, Schach. Ah, er wurde geschlagen. Ganz genau, Schach. Das finde ich mega. Das ist echt gut. Ein Mann springt, doch ohne Fallschirm, aus einem Flugzeug. Oh, ich kenne das. Obwohl er auf festen Boden fällt, tut er sich nicht weh. Oh. Wie hat er das geschafft? Das Flugzeug ist halt nicht hoch. Ja. Wirklich jetzt? Ja, das Flugzeug steht auf dem Boden. Oh. Aber wenn das Flugzeug schon groß ist, dann würde er sich trotzdem wehtun. So. Muss es ja. Nee, das ist so nicht. Ja, ich würde mir wehtun. Okay. Okay, hier kommt jetzt tatsächlich ganz viel Logisches drin. Okay, gut. Eine Frau leiht sich einen Umzugstransport. Okay. Mhm. Ja. Als sie abends damit nach Hause kommt, stellt sie den Wagen in der Garage ab. Am nächsten Tag will sie den kleinen Laster zurückgeben, muss aber feststellen, dass dieser nicht aus der Garage herausfahren kann, weil das Fahrzeug 5 cm höher ist. Was? Eine Frau leiht sich einen Umzugstransporter am Abend. Fährt ihn nach Hause in die Garage. Ach, sie hat rausgenommen, die Sachen, und dadurch ist er leichter geworden und höher. Ja, perfekt. Das ging. Das stimmt. Das ging. Yes, das haben wir geschafft. Okay, dann habe ich jetzt noch eine schwere für euch. Romeo und Julia liegen tot auf dem Boden vor einem geöffneten Fenster. Glassplitter liegen auf dem nassen Boden. Was ist passiert? Ja, das kann mit der Fitze zu tun? Ich kenne das. Hat das mit der Story von Romeo? Mehr oder weniger, ja. Wurde da jemand... Gibt eine Pfütze. Also ich da wurde jemand von einem Eiszapfen erstochen oder so. Nein. Hat jemand einen Eisblock reingeworfen? Nee, einen Eisstein reingeworfen? Ich glaube, ich weiß, ich kenne die Antwort. Aber woran sind sie gestorben? Oh, warte!
Romeo und Julia sind Fische und sie waren in einem Aquarium und das Aquarium ist kaputt gegangen und das, ich liebe Aquarien, ja. Und dann ist das Aquarium kaputt gegangen und deswegen sind Glassplitter und Wasser da. Diese Ironie. Okay, da wäre ich nie drauf. Ich liebe Aquarien. Ich kannte das. Ich liebe Aquarien. Hast du mir das nicht erzählt? Was? Kann sein, weil... Das ist so eine Art Backstory, oder? Ich hatte es mit dem Eisblock erzählt. Wo der da drauf stand mit dem Eisblock und, also, soll ich es auch, also, ich kann ich kurz erzählen? Klar, okay, also, es ist jetzt auch so ein Fall. Ein Typ hat sich erhangen, aber unter ihm ist ein komplett leerer Raum und da ist nur ein Typ an der Decke und er hat sich erhangen, aber unter ihm ist nichts außer eine Pfütze. Wie ist er gestorben? Ja, Eisblock. Eisblock, ja. Okay. Herr Huber verursacht auf der Autobahn einen Unfall. Der Wagen des Unfallgegners hat Totalschaden. Herr Huber wird schwer verletzt, obwohl sein Wagen nicht den kleinsten Kratzer abbekommt. Wie ist das möglich? Er hat seinen Kopf aus dem Fenster gehangen. Nein. Herr Huber war der. Herr Huber. Also Herr Huber sitzt in dem Auto, was und. Er hupt, Herr Huber. Das Pferd. Nein, ist, Herr Huber ist. Herr schwer Huber? Verletzt. Huber? Ja. Hupt der? Nein, Huber. Achso. Okay. Und sein Auto hat keinen Kratzer. Er war der Unfallmacher. Er ist mit was zusammengestoßen, ja. Und jetzt hat er mit einem anderen ausgestiegen. Achso? Ja, nein. Cool. Er ist mit dem anderen Auto zusammengestoßen. Genau, ja. Und sein Auto hat keinen Kratzer abbekommen. Ja. Aber das andere ist hat total Schaden. Windscheibe gefallen. Aber er ist verletzt. Nein, er ist schwer verletzt, ja. Vielleicht ist er ja in so einem riesigen LKW und hat so einen ganz kleinen Mini angefangen. Nein. Okay, dann löse ich es auf. Herr Hubers Wagen steht in der Werkstatt, er fährt mit einem Leihwagen. Hey! Oh. Das ist ja cool. Okay, ich bedanke mich bei euch. Eine Geschichte. Ja. Vielen Dank. Schwierig. Das Heiligtum der Shaolong. Was war das eigentlich für eine Statue? Hat mein Vater aus Asien mitgebracht. Das soll echt irre was wert sein.